Servus vom Serve, wie du leichter mit deinem Geld und deinem Alltag klarkommst. Und heute geht es mir um das Thema Renteninformation. Also, wie liest du und wie verstehst du deine Renteninformation? Bis gleich. Da es immer wieder mal zu Missverständnissen kommt bei der eigenen Renteninformation, möchte ich hier mal auf die wichtigsten Dinge aus meiner Sicht eingehen. Und zwar das erste schon mal, dass du diese Renteninformation von der deutschen Rentenversicherung ab dem 27. Lebensjahr jährlich bekommst und ab dem 54. Lebensjahr alle 3 Jahre. Ja, was steht da drauf und wie interpretierst du diese Sachen richtig? Ich würde dir empfehlen, vielleicht jetzt parallel dazu mal deine eigene zur Hand zu nehmen, falls du eine in Reichweite hast. Und dann kannst du das, was ich hier sage, direkt mal abgleichen. Ja, es stehen ein paar Zahlen drauf. Und die Frage ist, wie interpretierst du die richtig? Geht also los bei oder mit der Rente bei voller Erwerbsminderung. Also du hast dir die volle Erwerbsminderungsrente angezeigt. Und diese Rente bekommst du, wenn du mehr als 6 Stunden nicht mehr arbeiten kannst, also keinen Beruf mehr nachgehen kannst, dann bekommst du diese Rente. Ansonsten wird die praktisch abgestuft. Da gibt es also noch die halbe Erwerbsminderungsrente. Bleiben wir mal bei den Zahlen. Aus dieser Erwerbsminderungsrente kannst du beispielsweise auch Ansprüche auf Witwen- oder Witwerrente und Waisenrente bzw. Halbwaisenrente ableiten. Beispiel, hier steht ja 1.361 Euro. Und wenn das der Wert deines Ehepartners ist, dann bekommst du daraus 55% als große Witwenrente. Die große Witwenrente bekommst du dann, wenn du über 45 bist und oder Kinder hast. Ansonsten bekommst du die kleine Witwenrente, das sind dann 25% aus dieser Erwerbsminderungsrente. Wichtig ist bei diesen ganzen Renten, die hier abgebildet sind, das sind alles Bruttorenten. Das steht auch im ersten Absatz drin. Brutto bedeutet, dass du von dieser Rente noch Krankenversicherung und Pflegeversicherungsbeiträge und gegebenenfalls Steuer abführen musst. Also je nachdem, wie hoch dann dein individueller Steuersatz ist, musst du dann noch Steuer davon abführen. Und bei den Altersrenten ist noch zu beachten, dass das Ganze vor Inflation ist. Das führt oft nämlich zur Verwirrung. Das Ganze muss also noch kaufkraftbereinigt umgerechnet werden. Komme ich aber gleich drauf. Als nächster Punkt steht drauf, die heutige Rente, die du praktisch also per jetzt schon als Anwartschaft angesammelt hast, aufgrund der Zahlungen, die du bereits an die deutsche Rentenversicherung geleistet hast. Oder aufgrund der beispielsweise Erziehungszeiten hast du zwar nichts einbezahlt, aber dafür bekommst du sogenannte Entgeltpunkte, also Rentenanwartschaften. Dieser Wert ist also nach heutigem Stand gerechnet und darunter steht der hochgerechnete Wert, den du dann mit 67 bekommen würdest, wenn du also abschlagsfrei in Rente gehst. Also du würdest jetzt mit dem Durchschnittsbrutto, was du jetzt momentan verdienst, weiter deine Rente aufbauen und dann nicht vorzeitig, sondern genau zu dem Stichpunkt oder zu dem Stichtag auch in Rente gehen. Wenn du eher in Rente gehst, dann wird pro Monat 0,3% abgezogen und man muss bedenken, dass dir ja auch die Entgeltpunkte fehlen an Rente. Also Beispiel, wenn du jetzt 5 Jahre eher in Rente gehst, dann wird also pro Monat, den du in eher in Rente gehst, 0,3% abgezogen. Und du zahlst ja diese 5 Jahre auch nichts mehr in die deutsche Rentenversicherung ein. Das heißt, du erwirbst ja dadurch durch diese Zeit auch keine Anwartschaft mehr. Also auch das muss berücksichtigt werden, dass sich dadurch natürlich auch deine Rente vermindert. Dann im nächsten Absatz steht eben drin, dass es ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes ist. Was bedeutet das? Du hast zum einen ist ja diese Rente auf dem Papier und das ist aber ja nicht die Rente, die du dann in Kaufkraft, also im Alter, in Waren tauschen kannst. Ich habe mal gerechnet, wenn du jetzt beispielsweise 2.000 Euro auf dem Papier stehen hast und du würdest in 30 Jahren in Rente gehen und wir hätten durchschnittlich jedes Jahr 3% Teuerungsrate, also jedes Jahr durchschnittlich 3% Inflation, dann würde das noch einer Kaufkraft von 802 Euro entsprechen. Also nochmal zum Verständnis. Weil das eben für viele so ein bisschen ja, eine Diskrepanz ist, weil die sehen die Zahlen und sagen, Mensch, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Aber wenn man das eben in Kaufkraft umrechnet, dann sieht es halt doch nicht mehr ganz so gut aus. Ich will jetzt hier nicht dramatisieren, aber das muss man zumindest verstehen. Also, wenn du jetzt beispielsweise, du weißt, das wird ja alles teurer. Also muss ich ja auch davon ausgehen, dass auch in Zukunft alles teurer wird. Und wenn ich in 30 Jahren eine Rente von 2.000 Euro bekomme, dann sind die ja nach heutigem Wert nicht mehr 2.000 Euro Konsumfähigkeit wert. Ja, also das heißt, ich habe ja dann vielleicht, weil eben in der Zwischenzeit alles teurer geworden ist, vielleicht noch einen Gegenwert von beispielsweise in dem Fall 800 Euro. Das muss man verstehen.
Sie rechnen dann im nächsten Absatz noch weiter, dass dieser Wert auch ohne künftige Rentenanpassung gerechnet ist. Und Sie machen dann Beispiele mit 1% und mit 2%. Zum Vergleich, die durchschnittliche Rentenanpassung in den letzten 10 Jahren, also von 2007 bis 2017, war 1,74%. Und da vielleicht mal als kleiner Hinweis zum Thema Inflation, dass viele ja rechnen mit dieser sogenannten Kerninflationsrate. Das ist also dieser Wert, an dem sich zum Beispiel die Notenbanken orientieren, wie die Europäische Zentralbank. Die orientieren sich an der Kerninflationsrate, also diesem sogenannten Referenzwarenkorb. Wichtig ist aber, dass in diesem Referenzwarenkorb, also die Werte, die wir oft hören, da sind weder Lebensmittel noch Energie drin. Deswegen kommt oft dadurch diese Situation, dass die gefühlte Inflation tatsächlich höher ist, weil du konsumierst ja Energie und du konsumierst ja auch natürlich Lebensmittel, also ist deine tatsächliche Inflation auch höher als dieser Referenzwarenkorb. Und das Zweite ist, dass ich mal so den Spruch gehört habe, dass die gesetzliche Rentenversicherung so ein bisschen wie Religion ist. Also man muss dran glauben. Weil wenn man sich die Rentenformel anschaut, die Rentenformel ist praktisch eine Multiplikation aus den Entgeltpunkten mal den sogenannten Zugangsfaktor. Da wird praktisch in dem Zugangsfaktor dargestellt, ob ich jetzt eben genau mit 67 ohne Abschlag in Rente gehe, dann wäre also der Zugangsfaktor 1,0. Also es verändert sich in der Multiplikation nichts. Und wenn ich eher in Rente gehe, ist halt dieser Zugangsfaktor entsprechend kleiner. Weiterhin wird das multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert, der sich aus der Rentenanpassungsformel ergibt. Und dann nochmal als letzter Faktor praktisch der Rentenartfaktor. Also da geht es darum, welche Rente ich habe. Also wenn ich jetzt Erwerbsminderungsrente, Altersrente oder Witwenrente habe. Man sieht also, es sind ein paar Variablen drin, wo der Staat auch ein paar Stellschrauben dran hat. Das heißt, ich habe zwar einen Rechtsanspruch auf die Rente, aber eben nicht auf die Höhe, weil da hat der Staat halt eben die Möglichkeit, so ein bisschen dran zu drehen. Und man merkt auch heute schon, dass dieses Umlageprinzip, was übrigens aus den Zeiten von Bismarck stammt, nicht funktioniert. Deswegen ist es so ein bisschen ja, fadenscheinig, diese ganze Renteninformation aufgrund eben der Variablen, weil es ist auch heute schon so, dass ein Drittel der Rente schon aus der Steuer finanziert wird. Also es gibt ja dieses Umlageprinzip. Umlage bedeutet, es gibt Beitragszahler, also die Geld haben, die zahlen in das Säckel ein und aus diesem Säckel nehmen sich die Beitrags- oder die Leistungsempfänger praktisch Geld raus, also die Rentner oder die erwerbsgemindert sind oder die beispielsweise auch Reha, die gesetzliche Rentenversicherung finanziert ja auch Reha oder Witwenrente und so weiter, die nehmen sich da raus. Und das Verhältnis ist ja jetzt schon so, dass also das nicht mehr ganz funktioniert, deswegen müssen ja ein Drittel an Einkommenssteuer oder an Steuer überhaupt dazugeführt werden. Und das wird in Zukunft ja nicht besser, weil die Leute ja älter werden. Das heißt, es gibt also weniger Leute, die einzahlen und damit mehr sogar, die aus dem Säckel rausnehmen. Also das ganze umlagefinanzierte Prinzip funktioniert nicht. Ist eigentlich schön angedacht, das ist ein schönes solidarisches Prinzip, aber zeigt eben auf, dass es so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Es wird eine Grundsicherung bleiben, aber wahrscheinlich für uns in unserer Generation und die nachfolgende Generation eben wirklich nur noch eine Grundsicherung. Ich habe noch einen letzten Punkt und zwar noch das Thema auf der zweiten Seite. Da stehen ja dann drauf, wie viele Entgeltpunkte du in der Zwischenzeit angesammelt hast und dass sich das eben aus einem geschätzten Verlauf aus den letzten 5 Jahren ergibt. Dazu einen Tipp, dass du von der Rentenversicherung einfach mal einen Verlauf anforderst und den auch prüfen lässt. Also du schaust da einfach mal die Zeiten an, ob das so stimmt, um das abzugleichen mit dem, ob das also den Tatsachen entspricht. Das würde ich auch relativ zeitnah machen. Ich verlinke dir das Ganze mal. Weil wenn du das in 30 Jahren erst machst, ist natürlich dein Erinnerungsvermögen nicht mehr so gut, weil du dann einfach über einen viel, viel längeren Zeitraum zurückblicken musst. Also das Ganze kannst du anfordern, entweder auch über deinen Berater oder eben über diesen Link unten kannst du das Ganze dann anfordern. Fazit von dem Video, man sieht ja bei den Berechnungen, dass es doch immer wieder mal in der Regel eine Lücke gibt. Und diese Lücke gilt es ja zu schließen, durch was auch immer. Und da die Frage an euch, was macht ihr, um vorzusorgen? Es gibt ja immer das Lager, das mag das eine, das andere Lager mag das andere und verteufelt das andere wiederum. Also was macht ihr, um vorzusorgen? Würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach mal mit der Community über die Kommentare unten teilt. Ansonsten, ab hier liegt es an dir. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Michael. Ciao, ciao.